Ein fast unglaublicher Vorfall ereignete sich am Samstag, den 14.05.2016 in Mönchengladbach. Zunächst hatte sich ein 26-jähriger Marokkaner am Busbahnhof in Mönchengladbach an den Tageseinnahmen und an dem Mobiltelefon eines Busfahrers zu schaffen gemacht. Dabei ist er erwischt worden und von Passanten so lange festgehalten worden, bis die Polizei eintraf. Aber der Knüller folgt dann erst. Nach der polizeilichen Behandlung vor Ort stieg der 26-jährige Marokkaner in einen Zug, um nach Hause zu fahren. Auf dem Heimweg erkannte er im Zug einen der Bundespolizisten wieder, der gerade auf dem Weg nach Hause war. Es handelt sich um einen der Bundespolizisten, der vorher bei der Bestehlung des Busfahrers anwesend gewesen ist. Der Bundespolizist hatte das Geld und diverse Drogen an sich genommen, also dem Marokkaner abgenommen. Der Marokkaner forderte den Bundespolizisten dazu auf, ihm seine Drogen und sein Geld wiederzugeben. Das hatte der Bundespolizist selbstverständlich verneint und abgelehnt, wollte ihm das sogar noch ganz sachlich erklären, aber der Marokkaner reagierte nahezu sofort mit mehreren Schlägen. Gott sei Dank, und das muss man hier dazu sagen, handelt es sich bei dem Bundespolizisten um einen ehemaligen Amateurboxer. Der hat dem Marokkaner einen gezielten Schlag in den Bauch verpasst und damit war die Sache dann geregelt. Es ist in jedem Fall bemerkenswert, dass jemand, der vorher bei einem Diebstahl erwischt wurde, die Polizei zur Herausgabe des Diebesgutes wieder auffordert. Ich glaube, das haben wir so noch nicht erlebt. Werden wir in Zukunft wahrscheinlich häufiger erleben. Es ist eine Art Realsatire. Wenn sie nicht so traurig wäre, könnte man drüber lachen.